Hamburger Wirtschaft ist robust ins neue Jahr gestartet. Bei den Investitions- und Personalplanungen halten sich positive und negative Stimmen in etwa die Waage. Anhaltend günstig sind die Exportaussichten der Hamburger Wirtschaft. Ich sage nochmal, vergleicht man das also mit dem übrigen Europa, dann können wir nur sagen, unsere Konjunktur, gerade auch hier in Norddeutschland, ist doch außerordentlich robust. Initiative Pro Metropolregion Hamburg, großer Name. Was will man da auf den Weg bringen? Was passiert da in der Hamburger Wirtschaft? Nun, die Zusammenarbeit innerhalb der Metropolregion, die ja von Landesgrenzen durchschnitten ist, ist für die Menschen, für die Arbeitnehmer von hoher Bedeutung, wenn es um den Schulbesuch der Kinder, den öffentlichen Nahverkehr, die Kindergartenversorgung geht. Da kommen wir eigentlich nicht so richtig voran und wir sind der Überzeugung, dass die Stimme der Wirtschaft in dieser Zusammenarbeit mehr Gewicht benötigt, damit wir hier mehr Druck auf den Kessel für Verbesserungen bringen. Wir streben deshalb in diese Zusammenarbeitsform hinein, von der wir meinen, sie muss als Public-Private Partnership, also als Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und Wirtschaft aufgestellt werden. Mit diesem Verein machen wir einen ersten wichtigen Schritt dahin. Der Standort Hamburg soll noch attraktiver werden. Dafür steht auch das Projekt Hamburg 2030, an dem rund 900 Unternehmer hier aus Hamburg beteiligt sind. Was von dem, was man sich da vorgenommen hat, ist schon umgesetzt? Nun, wir haben da 10 Leuchtturmprojekte definiert. Das Ganze ist ja gerade erst mal ein Jahr her. Wir freuen uns, dass davon schon einiges mehr oder weniger realisiert ist. Die Wasserstoffautobahn Berlin-Hamburg. Wir freuen uns, dass es Wasserstofftankstellen schon gibt jetzt in Hamburg, in Berlin. Eine Wasserstofftankstelle auf der A24 ist in Planung. Wir haben jetzt gerade auch gesehen, dass auch unser Vorschlag eines Hamburg Cancer Fighting Centers, also eines Krebsbehandlungszentrums mit neuesten Technologien, gerade im UKE, mit einer neuen Strahlenquelle seine Arbeit aufgenommen hat. Also auch das ist sehr erfreulich und wir stehen jetzt kurz davor, das Hamburger Stadtforum ins Leben zu rufen, wo wir mit 40 Persönlichkeiten dieser Stadt die Weiterentwicklung dieses Konzeptes besprechen wollen und es auf einen guten Kurs führen wollen.